Als nächstes gucken wir uns die Eigenschaften dieser Metallbindung an. Dafür haben wir wieder das Metallgitter mit der Elektronenwolke. Und nun testen wir Schmelz- und Siedepunkt. Dafür führen wir hier Energie zu. Und diese führt zu Schwingungen der Gitterbausteine. Aber die Energie reicht nicht aus, die starken elektrischen Anziehungskräfte von den Atomrümpfen und dem Elektronengas zu überwinden. Das bedeutet, die Schmelztemperatur ist sehr hoch. Als nächstes wird Härte und Verformbarkeit getestet. Dafür kommt nun der Kappenbergsche Hammer und haut einmal auf das Metallgitter. Und das Elektronengas macht die Verformung mit. Das bedeutet, das Metallgitter ist gut verformbar. Und springt nicht mal wie bei den Ionen auseinander, ne? Als nächstes testen wir die elektrische Leitfähigkeit. Legt man an ein Metallstück eine Spannung an, dann bewirken die Elektronen in der Elektronenwolke eine sehr gute elektrische Leitfähigkeit. Aus dem Minuspol gehen die Elektronen in die Elektronenwolke, können dadurch hindurchsausen und in den Pluspol gehen. Um wieder auf den Hauptbildschirm zurückzukommen, tippt man dann auf das rote Haus.